Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Im heutigen Video schauen wir uns mal den House Groove an. Das Besondere an einem House Groove ist, dass wir immer eine durchlaufende Bassdrum haben. Und so beginnen wir mal. Also spiele zuerst immer einen Basston, den man mit dieser Fläche der Hand im oberen Drittel deines Cajons spielt. Also immer Bass, 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 Bass. Gut, dann spielen wir einen Tipp mit der gleichen Hand dazu. Und den Tipp spielst du am oberen Rand deines Cajons und nur mit den Fingerspitzen. Beginne ganz langsam und gewöhne dich zuerst an diese Bewegung. Also immer Bass, Tipp, Bass, Tipp, Bass, Tipp. Übe das so lange, bis es für dich nicht mehr schwer ist, das Ganze auszuführen und einen weiteren Schlag mit einbauen kannst. Und zwar den sogenannten Ton. Den Ton spielst du mit dieser Fläche und auch oben am Cajon. Dabei lasse ich die Finger aufprallen, gehe aber sofort wieder weg von der Schlagfläche. Etwas Fortgeschrittene können ihn auch so spielen, dass dieser Bereich deiner Hand oben auf dem Rand drauf fällt und die Finger von alleine auf die Taper drauf, aber auch gleich wieder wegschnallen. Übrigens, ich habe einen Cajon-Einsteigerkurs, wo ich diese und noch viele weitere Schlagtypen ausführlich erkläre. Auch die wichtigsten stilistischen Grundlagen wie Rock, Pop, Samba, Hip-Hop, Bossa Nova, Flamenco und vieles mehr zeige ich dir in diesem Kurs. Vor allem aber, wie du es schaffst, immer mit einer natürlichen oder mit den natürlichen Gegebenheiten zu arbeiten, sodass du völlig entspannt und aus der Ruhe heraus Cajon spielen kannst. Und wenn du Interesse an diesem Kurs hast, der Link ist unten in die Beschreibung. Gut, machen wir weiter. Also der Ton kommt dann immer auf dem zweiten Bassschlag dazu. Bass, Tipp, Ton, Tipp, Bass, Tipp, Ton, Tipp. Allerdings spielst du beim Ton eben auch einen Bass mit an. Achte da unbedingt drauf, dass die beiden Schläge schön sauber zusammenkommen. Also nicht geflammt, das bedeutet leicht versetzt. Sie sollen unbedingt immer schön zusammenkommen. Gut, und schon hast du für die moderne Musik wie House, aber auch mittlerweile für die Popmusik einen Cajon-Groove zum Begleiten. Ich spiele dir mal noch ein paar Variationen vor. Und wenn du diese Variationen auch lernen möchtest, dann kann ich dir nur meinen Cajon-Kurs ans Herz legen. Okay, wenn dir das Video hilft und auch gefallen hat, dann lass ein Abo und ein Like da, schreibe etwas in meine Kommentare, so unterstützt du meinen Kanal. Und wenn du jetzt einen coolen Samba oder was über bestimmte Techniken, die man so am Cajon ausführen kann, anschauen möchtest, dann schau dir die nächsten vorgeschlagenen Videos von mir an. Bis zum nächsten Video.